Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht es schon, ich traue mich heute das erste Mal nach dem Sturz wieder aufs Bike. Aber nur Home Trails, ganz entspannt, eine kleine Feierabendrunde und euch nehmen wir mit. Leute, ihr seht schon, heute hier andere Perspektive mal testen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ich weiß es noch nicht so richtig, ich muss nur sagen, mir gefällt es einfach hier, dass das Ding hier zwischen den Augen hängt. Ehrlich gesagt nicht so gut. Aber wenn es euch besser gefällt, vielleicht kann ich mich daran möglicherweise gewöhnen. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Schieb jetzt hier hoch, weil gestern, ihr habt das Video gesehen, wir waren im Eifel Nationalpark und wir haben noch so Muskelkater vom Wandern, grausam. Also schieben wir mal hoch und dann teste ich mich mal an ein, zwei Abfahrten. Der ist auch größer geworden irgendwie vom Feeling her. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt das erste Mal erst gestürzt und ich fühle mich gerade wieder so wie ein kompletter Neuling. Also es wird echt komplett neu anfangen. Irgendwie sieht alles voll schwer aus und krass und ja, ich taste mich jetzt hier oben so ein bisschen langsam ran. Ein, zwei ganze Abfahrten vielleicht, gucken, wie ich mich fühle, wie das Gefühl zurückkommt. Mal sehen. Das komisch, Leute. Richtig, richtig komisch. Sag mal, wie lange hat es bei euch gedauert, bis das Feeling zurückkam, bis ich wieder gut gefühlt habe? Ich habe das Gefühl, ich bin richtig versteift, wie ganz am Anfang auf dem Bike, als ich angefangen habe. Nicht locker, nicht geschmeidig. Na, gucken wir mal, ob es wieder kommt. Ein bisschen besser angefühlt. Brille anziehen, ey. Augen nicht mehr gewöhnt. Ich hatte so ein gutes Gefühl gerade. Habe ich so quer machen kurz? Das kam so aus dem Effekt raus. Und absichtlich geht nicht nochmal. Komplett gefahren. Und weißt du, was ich bei den Wurzeln gemacht habe? Bei den Wurzeln
bin ich so ein bisschen hochgegangen und habe meinen Po nach hinten gemacht. Sehr gut. Ja. Und ich hab... Leute, wir sind zurück. Ich muss sagen, jetzt gegen Ende kam dann doch das Feeling irgendwie ein bisschen wieder. Nichtsdestotrotz war es ein komisches Gefühl, wieder auf dem Bike zu sein und wieder so ein paar kleine Sprünge zu machen, die ich eigentlich, wo ich schon nicht mehr drüber nachgedacht habe. Also vor ein paar Wochen, als ich das noch nicht den Sturz hatte, habe ich bei den Sprüngen da jetzt heute, habe ich nicht drüber nachgedacht. Dennoch, ja, hat es immer funktioniert und jetzt denke ich irgendwie drüber nach und mache mir den Kopf, dass da irgendwas schief gehen kann und alles nur wegen dem Sturz. Jetzt gegen Ende kam es aber irgendwie wieder, weil dann das Vertrauen kam und ich habe gemerkt, hey, du kannst die Sachen einfach machen und es ist nicht so wild. Also es funktioniert einfach, du musst dir nicht so einen großen Kopf machen. Natürlich habe ich dann bedachter genau überlegt, was mache ich jetzt, wie viel ziehe ich jetzt ab, wie mache ich in die Landung. Ich bin natürlich echt auf Nummer sicher gegangen, viel langsamer auch gefahren heute, aber Hauptsache wieder aufs Bike gestiegen und weitergemacht. Und genau das kannst du auch wieder auf alles Mögliche im Leben anwenden, egal wo du mal auf die Fresse gefallen bist, du musst es wieder angehen. Du kannst nicht sagen, ja, ich mache das jetzt für immer und ewig nicht. Natürlich könntest du das, aber vielleicht gibst du einfach in diesem Falle einfach unglaublich viel Lebensqualität auf, wenn du es einfach sein lässt. Sagen wir zum Beispiel, du bist irgendwie in einer Beziehung verletzt worden, deine Ex-Freundin hat dich betrogen und so weiter und du traust dich einfach nie wieder, dich auf eine Frau einzulassen. Dann verpasst du vielleicht etwas. Genauso, wenn ich jetzt nie wieder aufs Fahrrad gestiegen wäre, vielleicht verpasse ich da etwas. Ich denke, ihr versteht, was ich meine und ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen heute. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn du das erste Mal zuschaust, denn ich droppe jede Woche mindestens 2 Videos. Und yes, peace Leute, bis zum nächsten Mal. Und übrigens Leute, hier die Fox Ellbogenschoner. Sind mir oben ein bisschen eng. Ich denke, ich muss die ein bisschen länger noch tragen, bis sie ausgeleiert sind. Aber wenn ihr fahrt und die Arme gestreckt sind, dann merkt ihr die eigentlich wirklich gar nicht. Also du spürst sie echt überhaupt nicht. Jetzt oben ist ein bisschen gereizt, deswegen muss ich jetzt ausziehen. Ja, wenn du immer noch dran bist, dann schönen Tag dir noch.